Solche Bilder, die möglicherweise aus dem Bad Iburger Schlachthof stammen, soll es künftig nicht mehr geben. Tiere sollen dort nicht mehr geschlachtet werden dürfen und das Fleisch darf nicht weiter verarbeitet werden. Das hat der Landkreis Osnabrück heute verfügt. Grundlage für diese Entscheidung waren die Bilder der Tierschützer. Die dort gezeigten Tierschutzverstöße, nicht nur auf Seiten des Schlachtbetriebes, auch im Bereich des Tiertransportes und teilweise auch der Landwirtschaft, sind so erheblich, dass eine Dimension hat, wo man nicht von Kleinigkeiten sprechen kann, sondern das ist so erheblich, dass eben dieser gravierende Schritt notwendig ist. In dem Fall ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Zunächst nur gegen den Betreiber des Schlachthofes, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, jetzt auch gegen zwei Tierärzte. Die freiberuflichen Veterinäre waren für die Kontrollen der Rinder in dem Schlachthof verantwortlich. Die Verfahrenserweiterung war erforderlich, da sich nach Auswertung der im Rahmen von Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel ein Anfangsverdacht für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz auch gegen die Tierärzte ergeben hat. Der Landkreis will nun das Fleisch aus dem Schlachthof auf mögliche mikrobiologische Belastungen untersuchen lassen.